Wir kommen zurück zu The Legend of Zelda: The Minish Cap. Im letzten Part haben wir den Palast des Windes, dieser glaube ich, erreicht. Und haben sogar schon das Dungeon-Item, nämlich den Greifenmantel, damit wir springen und gleiten können natürlich. Und das Item, ich mag das Item wirklich sehr, muss ich sagen. Also es ist einer meiner Lieblings-Items aus ganz The Minish Cap. Au. Hä, ich war doch im Loch drin. Nein, nein. Das kotzt mich gerade überhaupt nicht an. Also so wollte ich den Part nicht beginnen. Oh Mann! Erstmal die alles verkackt einfach auf einen Schlag. Schafft auch nicht jeder. Ich würde noch sagen. Ja. Da, da und hier. Hä? What the hell? Ich wollte doch nur da, da. Und da. Lel. Also es war gar nicht mal beabsichtigt, dass ich das gleich instant mache, aber egal. Ich will mal. Okay, da drüben komme ich nicht weiter. Das wollte ich noch schnell nachschauen. Das heißt doch mal, machen wir uns mal kleiner. Kommt eine Sequenz oder war es das dann gleich? Mal schauen. Nein, es kommt keine Sequenz. Okay. Da war ich. Hä? Ich wollte rollen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und ich war doch schon weg. Defug. Oh, Krugrutschrätsel. Okay. Ich bin leider nicht so gut in solchen Rutschrätseln, weil ich mir das häufig verbaue. Und ich sehe irgendwie schon, dass ich mir das gleich verbauen werde. Oder? Oder? Ich glaube, ich habe sie verbaut. Ja, ich habe sie verbaut. Na. Oh. Ich sagte doch, ich bin nicht gut in solchen Rätseln. Mann! Hopp doch mal. Was? Ach so, ich muss gleich ganz raus. Alles klar. Okay. Geh mal gleich da hoch und wieder runter. Ich hoffe, dass der Graf zufrieden ist. Bitte. Danke. So. Jetzt gehen wir das mal anders an. Den müssen wir sowieso verschieben. Da tun wir den hoch. Den auch hoch. Den runter. Den da runter. Dann den hoch. Den runter. Und den hoch. Nice. Second try. Okay, der war jetzt einfach nur zur Verschönerung. Zum Glück hat niemand gemerkt, dass es gerade unbeabsichtigt war, den nochmal zu schieben. Ach, das kann ich einfach raus. Lalalala, hä, was? Nein! Wow! Okay, das ist nicht mal knapp. Ja, mach's, lass mich in Ruhe, gut. Eigentlich kann ich wieder groß werden. Nice. Okay. Ich würde sagen, Boomerang for the win. Bam. Oh ja, Boomerang for the win. So, die Sache ist die, wo brauchen wir den Schlüssel? Wir haben nicht mal die Dungeon-Karte oder den Kompass. Wir haben schon das Dungeon-Item und schon den größten Teil des Dungeons geschafft. Also, das ist nicht so gut und da brauchen wir den Schlüssel. Okay. So. Warten wir noch und weiter geht's. Aber der Dungeon ist echt riesig. Also, der Dungeon ist wirklich nicht einfach. Am meisten, wenn man es zu 100% spielt. Weil ich muss ehrlich zugeben, in meinem privaten Run von Minish Cap zu 100%, habe ich es nicht geschafft, ihn zu komplettieren. Also mir haben ein paar Sachen gefehlt. Einzelne Teilchen. Hopprett runter. Idiot. Man sollte vielleicht nicht auf so hohen Plattformen rumrennen, ne? Also, Schweinchen. Ich hoffe, sie lernen was daraus. Idioten. So. Yo, das war gerade der größte Zufall, den ich jemals hatte. BTF! Ich wäre es eigentlich runtergefallen, aber genau in dem Moment hat sich das Ding hier aktiviert und ich bin nochmal ein aus der Sache rausgekommen. BTF! Oh mein Goodness! Okay, das will ich mal Luck. Shit. Schnell, 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 schnell. Sterben. Nicht bogen. Geh! Sterben. Perfekt. Er hat keine Chance. Ja, hat mich die Ohren hoch. Bam. Bam.
Also ein Fall reicht für dich schon. Krass. Nein. Alter, ich sterbe. Ich sterbe gleich. Scheiße. Ich will nicht sterben. Oh. Ich bin gleich tot, Mann. Oh shit. Nein, 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 nein. Finger weg. Das erfreut mich. Nein, 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 nein. Ich. Es sieht so aus, als müsste ich das Elixier benutzen. Klar, das war für den Tylloriander gedacht, aber ich will sterben. Ich wäre so was von gestorben, das muss ich wirklich sagen. Hätte ich das Elixier da nicht getrunken. Als ob der Boomerang sich davon abhalten lässt. Komm schon. Oh mein Gott. Das war jetzt wirklich, wirklich knapp. Weil ein Game Over will ich jetzt hier nicht haben. So, dann hüpfen wir mal da hoch. Und... Okay, da oben ist nichts dran. Dann hüpfen wir mal darüber. So, perfekt. Noch so ein Schweinchen. Erzteil! Lass mich zum Erzteil, Mann! Wie komme ich denn da hin? So leicht? Warte. Nö, so leicht nicht. Ich muss doch von irgendeiner anderen... Eigentlich wollte ich gerade hier nur hochspringen, anstatt jetzt da mich in den Tod zu stürzen. Aber... Okay, okay. Wir wollt spielen. Aber das Herz müssen wir uns merken, das brauchen wir. Weil viele Herzteile fehlen uns gar nicht mal mehr. Also wir haben schon eine gute Anzahl. Wir haben schon eine stolze Anzahl, muss ich sagen. Dafür, dass ich die Herzteile nicht nachschaue. Für das Herzteil-Video werde ich sie definitiv nachschauen, weil wir das antun, alles blind zu finden. Nein, danke. Aber ich werde es natürlich abgleichen, alles. Also, was fehlt uns noch genau und so. Brauche ich den Lichtbogen dafür? Jo. Alter, diese Morgenstern-Typis. Die regen mir schon Triforce Heroes auf. Ich weiß, wo sie ihren gottverdammten Ursprung hier haben. Ich sterbe. Yes. Alter, ich gebe mir mal richtig viel Money. Gib her. Der Boss. Ich sterbe. Yes. Und ein Key. Also die Boss-Tür haben wir gefunden und den Greifen und das Dungeon-Item, aber immer noch nicht mal den Kompass oder die Dungeon-Karte. Läuft definitiv. Also dieser Dungeon ist ein bisschen komisch aufgebaut, muss ich sagen. Warte mal. Warte. Geben diese Fuckviecher nicht Feen, wenn man sie mit dem Boomerang tötet? War das nicht so? Ja, machen sie! Bitte, bitte. Nein, 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 nein. Komm her. Süßer? Yes! Ja! Kann ich die irgendwie reinziehen? An der Seite? Nö, sieht schlecht aus. Aber die kann ich bestimmt runter, oder? Auch nicht? Wie? Nö, keine Chance. Müssen wir mal hier weiterschauen. Hä, und wie soll mit... Ah, warte. Schieben? Ja! So. Dann machen wir es mit den anderen drei in diesen Drop hier. So. Perfekt. Aber dieser Dungeon ist echt riesig. Ich wechsle immer wieder zum Greifen und nicht, dass wir die Fee auf Versehen einsetzen. Aktivieren wir das hier. Warten einen Moment. Hopp, hör auf. Hör auf zu blasen. Jetzt auf. Dann halt nicht. Meine Güte, ey. Ja, das ist... Was? Mit... Ja, genau. Übertreibt halt. Also jetzt hauen sie in den Dungeon noch alles raus.
den da schon sehr toll. Alter, du nervst mich. Na, kommt mal hier. Hey, schaut mal. Idiot. Sterben. So. Dann einen komplett ich einfach runtergestoßen. Den anderen habe ich, ja, würde ich mal sagen, in einen Warenkampf besiegt. Idiot. Hä? Was? Als ob. Ja, daran bist du jetzt selber schon, du Idiot. Ja, ist halt natürlich aus dem Nichts. Wenn du runterspringst, ist es dein Problem, nicht mein. Ganz ehrlich. Ah, warte, komm jetzt. Ah, jetzt kommen wir hier raus. Oh, und der Schlüssel. Nice. Irgendeiner muss doch von denen gehen. Ja, du. Und dich mache ich zu Fee. Und ich will nämlich leben. Ja, damit. Danke. Alter. Der Dungeon ist echt nicht einfach. Warte, das sagt mir nicht. Hey. Warte, 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 warte. Jetzt mal einen kurzen Moment. Also. Ich habe weder die Dungeon-Karte noch den Kompass. Kriege aber aus irgendeinem Grund den Boss-Key. Warte mal, irgendwas. Hä? Wisst ihr was? Ganz einfach. Ich gehe jetzt in diesen Boss-Tür rein, aber speichere davor. Und ganz einfach, wenn jetzt wirklich der Boss kommt, lade ich den Spielstand neu. Okay, dann suchen wir weiter die Dungeon-Karte oder nicht. Wenn er nicht kommt, lasse ich es einfach ungekartet drin, okay? Also, wir sehen, also lasst uns das Resultat sehen. Oh. Zieh mir nicht nach vor. What the hell? Hat er mir gerade einen Herzinfarkt verpasst, aber der ist gar nicht gut. Okay, das ist ein roter Ritter sogar. Wow. Aber anscheinend geht es doch hier noch weiter, obwohl wir durch die Boss-Tür gekommen sind. Alles klar. Alles klar. Alter, als ob er die Sprintattacke von den Pegasus-Stiefeln drauf hat. Was ist denn das für einer? So, immer schon auskontern. Komm hier. Bam! Komm. Süßer. Komm. Bam! Immer schön auskontern. Aber ich hasse die Nimbus-Garten-Mindigkeit. Die sind so schwer. Die sind sogar geschwer, Mann. Na! So ein Penner. Komm. 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 Trau dich. Nein. Zu knapp. Nein. Komm. Komm. Okay. Alter, als ob der mich so weit hinterschleudert. Alter. Die Nimbus-Garde, ey. Das ist. Komm schon. Link. So, jetzt mal die Skills raus, ey. Das hat uns Meister Magnus alles gelehrt. Stimmt, Meister Magnus fällt mir gerade ein. Er hat doch gesagt, wenn wir springen können, kriegt ihr uns eine neue Schwertattacke. Das können wir jetzt. Durch den Greifenmantel. Also, das heißt nach dem Dungeon Meister Magnus, würde ich sagen. Also, wieder einmal Schwertmeister-Teil. Komm schon. Ich sterbe. Hä? warte, was? Das ist erst der blaue Teleporter. Yo, wie lang ist denn der Dungeon bitte? Läuft bei denen, definitiv. Aber ich habe mal einfach runtergekickt. Das ist echt nicht erwartet. Aber soll, da ich Ezio gar nicht vorgelesen habe. Ich war mir noch unsicher und natürlich spule ich jetzt mal. Okay, eh verkackt. Oh Mann. Und den Part läuft jetzt mal gerade gar nichts, würde ich sagen. Aber fängt jetzt erst der richtige Dungeon an? Also haben wir jetzt erstmal die erste Hälfte geschafft anscheinend. Das ist krass. Aber was mit dem Herzteil? Kriegen wir das noch? Also, haben würde ich es gern. Der Kompass! Oh mein Gott, der Kompass!
Was ist denn das für ein Grafikbug gerade? Schöner Grafikbug, würde ich mal sagen. Okay. Komm schon, gestern, du blöde Mumie. So. Hier soll doch irgendein Lappen, wo ich sterben möchte. Komm her. Die Knochen kann man auch mit dem Schwert zurückweisen, also. Ja, passt nichts drauf, würde ich mal sagen. So, Geld daher. Bam. Dankeschön. Schauen wir noch auf die andere Seite. Ja, du kannst es irgendwie tun. Was willst du tun? Alter, nein. Boah, die hätten mich fast gegrabt. Und dann wäre das Ende. Dann wäre es vorbei gewesen. Aber hier ist es echt stockfinster, ey. Huiuiui. Aber wie ich es gesehen habe, geht es dort drüben weiter. Aber ich dachte mir schon, es kann doch nicht sein, dass es hier nirgendwo eine Dungeon-Karte oder so gibt. Es ist nicht üblich. Selbst für Minish Cap oder sonst irgendwas. Selbst für Breath of the Wild. Was sich überhaupt nicht mal an die Zelda-Tradition gehalten hat. Also an die erschaffene Zelda-Tradition von Ocarina of Time. Idiot. So ein Vollidiot. Springt einfach runter. Oh Mann. Beginnt da an. Nein! Sterben. So. Hopp, wir sterben. Gut. Wow. Nein. Nein. Ich glaube, ich springe einfach drunter. Und oh, das war auch die richtige Entscheidung. Was haben wir hier? Ein Kleinschlüssel. Nice. Warte mal, war hier nicht irgendwo eine Tür, wo mich da weiterbringt oder so? War da nicht was? War die nicht hier sogar? Nö. Also hier war sie zumindest nicht. Waren gerade die Tür? Hier war doch gerade eben noch eine Tür, wo ein Schlüssel braucht. Oder bin ich bescheuert? Oder vielleicht auch beides. Vielleicht habe ich das in Erinnerung, aber ich bin auch einfach bescheuert. Hä? Okay. Was soll ich jetzt mit dem Schlüssel anfangen? Würde ich mal gerne wissen. Porten ist einfach mal zurück. Das ist das Beste, was ich gerade machen könnte. Um zu schauen. Aber durch den Greifmann können wir jetzt hier eh alles skippen, würde ich sagen. Da brauchen wir uns nicht mehr auf die Kugeln zu verlassen. Einfach skip und skip. Und Idiot. Die Skelette sind solche Idioten, ne? Also die Exalfrosse. Die Stahlfrosse. Meine Güte, also da habe ich schon klügere Stahlfrosse gesehen, ganz ehrlich. Also, Mann. Wie dumm muss man denn sein? Wir sterben. So, du auch. Okay, hier geht's echt nicht weiter. Okay, dann schauen wir mal da weiter oben. Nein! Nein! Goddammit! Ja, nochmal raus und rein, da geht's schneller. So. Explodieren lassen. Rüber. Rüber. Darüber. Jump. Perfekt. So. Aber wozu brauchen wir jetzt den Schlüssel? Da ist der Bob-Om. Die Klappe. Meine Güte. Ich weiß, ich bin jetzt gerade etwas still, aber ich konzentriere mich ziemlich stark gerade und ich habe echt keine Ahnung, wo es weitergeht. Hä? Wow. Also hier haben wir einen Greifenmantel ja bekommen, ne? Jetzt jumpen wir einfach mal da hoch. Noch ein Jump und noch ein Jump. Laufen wir einfach mal alles kurz nochmal ab. Ich glaube, an der Stelle spüre ich es auch ein bisschen vor, weil ich glaube nicht, dass ihr den ganzen Dungeon jetzt noch einmal sehen wollt. Also, wir sehen uns, wenn ich die Tür endlich mal gefunden habe. Bis gleich.
Okay. Hab's gefunden. Als ich die ganzen Daten schon abgeklappert bin. Oh man. Ich glaube, das schneide ich komplett raus, anstatt vorzuspulen, weil das war jetzt echt lang. Ich will jetzt wirklich komplett den ganzen Dungeon ist nochmal abgeklappert und dann war es so offensichtlich. Also manchmal könnte ich mir echt so einfach in den Mund spucken. Meine Dummheit. Ja, dann würde ich mal sagen, wir beenden an der Stelle den Part. Also hinterlasst ein Like, einen Kommentar, wenn euch gefallen hat und ein Abo, nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns halt das nächste Mal bei The Legend of Zelda Minish Cap. Ciao.